Ihr habt uns die Frage gestellt, wann wird ein Getriebeölwechsel empfohlen? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihr fragt, ZDF antwortet. Mein Name ist Philipp und ich werde euch heute gemeinsam mit Matthias diese Frage beantworten. Herzlich willkommen, Matthias. Dankeschön, Philipp. Matthias, wir haben den 1er BMW von Tom. Tom ist der Mann, der hinter der Kamera alles gestaltet. Und das ist ein ganz klassischer Gebrauchtwagen. Und jetzt stellt sich die Frage, wann wird so ein Getriebeölwechsel empfohlen? Du hast es eigentlich schon gesagt. Es ist ein Gebrauchtwagen. Mhm. Der Tom weiß überhaupt nicht, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Hat er ihn mehr als üblich belastet oder nicht? Und aus diesem Grund, um allem möglichen Unbill vorzubeugen, macht man Getriebewechsel. Fahren unter Last, schweres Ziehen von Anhängern beispielsweise, hohe Temperaturen, sportliche Fahrweise, das hat natürlich alles einen Einfluss auf den Verschleiß vom Öl. Und das Öl besteht aus einem Basisöl, es besteht aus Additiven und diese Additive sind vielleicht irgendwann nicht mehr so funktionsfähig, wie sie mal waren. Und deswegen empfehlen wir einen Getriebeölwechsel. Was für Vorteile hat das denn noch, Matthias? Das Getriebe wird dadurch länger am Leben erhalten, sozusagen. Also die Gesamtlaufleistung wird quasi erhöht? Definitiv. Man hat wieder den Schaltkomfort, den man gerne haben möchte. Und man fährt einfach wieder gern mit dem Auto. Also ihr habt neues, frisches Öl da drin. Neue Additive, die einfach wieder voll leistungsfähig sind. Dann habt ihr einen neuen Filter. Ihr habt die ganzen Schwebeteilchen rausgenommen. Wir haben neue Schrauben natürlich immer zur Befestigung mit dabei. Und beim Öl, ein wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist die Freigabe. Genau, und da sind wir genau beim ZF-Öl, denn nur ZF, der Hersteller dieses Getriebes, gibt auch das dazu passende Öl frei, in dem das, was du gerade erwähnt hast, schon drin ist. Was wir brauchen, diese Additive in Form von Schaumhämmer, in Form von Viskositätsveränderungen, die wir brauchen. Und dazu ist das Öl das einzig freigegebene. Und das bedeutet auch für euch, da darf auch nichts weiteres rein. Also keine Reiniger, keine zusätzlichen Additive. Alles, was ihr braucht, ist die Ölwanne, Öl. Und wie das abläuft, zeigen wir euch jetzt. Matthias, ein weiterer erfolgreicher gemeinsamer Getriebeölwechsel liegt hinter uns. Was kann man denn dazu sagen? Grundsätzlich ist ein Getriebeölwechsel etwas, was dem Auto, was dem Getriebe gut tut. Wir haben hier nochmal, um das anzuschauen, die Ölwanne liegen. Wir können da reinschauen, wir haben hier Magnete, da können sich Späne abgelagert haben. Man sieht noch den Rest vom Öl, Verklumpungen eventuell und so weiter. Und wir haben einen ganz wichtigen Hinweis vorne auf der Ölwanne stehen. Genau, denn bei allem, was ihr tut, ist es da sehr, sehr wichtig, auf die Herstellervorgaben zu achten. Und was ihr hier findet an Herstellerangaben, ist nämlich auch die Tatsache, dass ihr unbedingt das originale Öl verwenden müsst. Und der zweite Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich die Temperatur. In dem Fall 30 bis 50 Grad. Hier ist es so, eine Überfüllung ist schlecht und eine Unterfüllung ist schlecht. Also, wenn ich das Getriebe zu kalt befülle, dann habe ich zu viel Öl drin. Dieses Getriebeöl dehnt sich wirklich wahnsinnig stark aus, wenn es warm wird. Das ist schlecht. Genauso schlecht ist es, wenn ich bei einer zu heißen Temperatur meinen Ölstand prüfe. Denn dann habe ich am Ende zu wenig Getriebeöl drin. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich beim Beschleunigen im Endeffekt tatsächlich keine Ölversorgung habe, meine Pumpe kurz trocken läuft, beschädigt wird und ich nicht den vollen Druck aufbauen kann, was dazu führt, dass mein Getriebeöl verbrennt bzw. meine Kupplungen durchrutschen. Also achtet bitte zwingend auf die Temperatur, denn da trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen. Ansonsten haben wir, Matthias, hier unsere beiden Rückstellmuster. Einmal das, was wir wirklich rausgeholt haben aus dem Getriebe und einmal zum Vergleich unser frisches Getriebeöl. Das Neue, was drin sein muss, damit man auch sicher ist, wir haben alles richtig gemacht. Wie ist es denn jetzt als generelle Empfehlung? Wann ergibt so ein Getriebeölwechsel Sinn? Aus vielerlei Gründen gibt es Sinn. Es kommt darauf an, wie ich fahre mit dem Fahrzeug. Bin ich sportlich unterwegs? Bin ich ein ambitionierter Fahrer? Habe ich viel Gepäck immer dabei? Habe ich viel Lasten im Auto? Oder merke ich schon, das Auto ruckelt beim Beschleunigen, dass beim Schalten die Schaltvorgänge sind nicht mehr ganz sauber. Das weist immer darauf hin, Ölwechsel im Getriebe wäre toll. Oder, wie in unserem Fall,
Ich habe einen Gebrauchtwagen, weiß ich, wo der herkommt, wie der gefahren wurde. Da bitte auf jeden Fall an den Getriebeölwechsel denken. Das war wieder eine weitere Folge. Ihr fragt, ZF antwortet. Wir freuen uns auf eure Fragen und die nächsten Videos.